CTT Cast, der Mimikama Podcast. So, ich begrüße alle zu unserem zweiten großen Podcast. Heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen, und zwar dem Thema Google. Und an meiner Seite ist wie immer mein Kollege Ralf. Hallo! Google, Ralf, was ist das Besondere an Google in diesem Monat? Ja, das Besondere ist, dass Google zwar weiterhin bestehen wird, allerdings Google Plus sich von der Bildfläche verabschiedet. Ist nämlich Feierabend mit. Morgen am 2. April 2019 endet Google Plus. Was ist oder war Google Plus? Man muss dazu sagen, Google Plus war auch so ein Plan, ein Social Media Netzwerk ähnlich Facebook zu erstellen, nur von Google. Also es sollte ein Konkurrenzprodukt letztendlich werden, hat aber irgendwie nicht ganz funktioniert. Nö, also die Euphorie war richtig groß. Ich war auch eins der ersten Teilnehmer damals bei Google Plus, das war 2011 war das, und da war ich furchtbar begeistert. Boah, Google Plus, eine neue Alternative zu Facebook, und das ist jetzt alles ganz toll und viel besser. Und ja, eigentlich war es dann ein ziemlicher Rohrkrepierer. Es war da kaum was los, niemand hat wirklich Beiträge gemacht, das war nicht das wirklich echte, was es eigentlich sein sollte. Google hat mit Google Plus sehr viele Chancen verpasst, auch weil es eigentlich viel zu spät kam. Irgendwie hat da gar nichts gepasst, wenn ich mich daran erinnere. Die Optik, Facebook ist da wesentlich nutzerfreundlicher gewesen als Google Plus. Also irgendwie, ich kam nicht ganz mit zurecht. Ich glaube, jeder, der ein Android-Telefon hat, hat auch irgendwie einen Google Plus-Account automatisch gehabt. Da habe ich so das Gefühl, oder liege ich da falsch? Ja, es war dann so, dass dann tatsächlich sie es dann so verknüpft haben, so, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir Nutzer bekommen, und deswegen, haha, jetzt werdet ihr alle automatisch Google Plus-Mitglieder, und deswegen bekamen dementsprechend auch viele Nutzer, obwohl sie es gar nicht wussten, dass sie Mitglieder sind, diese Mail, aha, Google Plus wird gelöscht. So, und das ist tatsächlich das Problem an dieser Stelle. Viele haben, weil sie es eben nicht wussten, nicht unterscheiden können und haben gedacht, Google wird geschlossen oder das Google-Konto wird geschlossen, und da haben Angst gehabt, dass sie morgen nicht mehr die Suchmaschinen nutzen können oder ihr Telefon nicht mehr nutzen können. Man muss ganz klar sagen, Google Plus ist lediglich eins von ganz, ganz vielen Diensten, die Google anbietet, und hat nichts mit der Suchmaschine zu tun, nichts mit dem Account vom Telefon zu tun, sondern ist wirklich nur diese Social-Media-Plattform, die eigentlich kaum jemand genutzt hat. Ja, da bekam ich dann auch sogar panische Anrufe von Nachbarn und Verwandten. Ja, was mache ich jetzt mit meinen Google-Mails und wo speichere ich die jetzt hin? Kannst du mir empfehlen, wo ich hingehen kann? Bis ich dann sagen musste, okay, ich merke schon, sogar beim Namen dieser Plattform hat Google missgebaut, weil Google Plus, das Plus ist vielen nicht aufgefallen. Google Plus war von ganz geringer Relevanz tatsächlich irgendwo. Nach anfänglichem Euphorie sind dann immer weniger, haben es genutzt, bis dann schließlich, ja, ich wusste selber eigentlich gar nicht mehr, bis ich mich selber mal gegoogelt habe und gesehen habe, ach, ich habe ja da noch ein Konto, wusste ich gar nicht mehr. Sehr interessant. Du hast gerade gesagt, gegoogelt. Dabei ist Google so überwältigend groß, ne? Aber sie haben es nicht geschafft, ein Social-Media-Netzwerk aufzubauen. Sie haben, aber der Begriff googeln, der hat sich so eingebürgert, dass man weiß, was damit gemeint ist. Das ist das Erstaunliche. Das ist dann, vor zig Jahren ist das zum ersten Mal in eine Serie aufgetaucht, die ich gesehen hatte, dass der Begriff googeln verwendet wurde, um jemanden zu suchen oder etwas zu suchen im Internet. Und das hat sich jetzt dermaßen festgesetzt, dass man den Eindruck hat, es gibt eigentlich nur noch Google, und ansonsten gäbe es gar keine anderen Suchmaschinen. Obwohl das ja interessant ist. Tatsächlich hat Google eine Nutzerrate von über 90%. Das schwankt immer so da in dem 9er-Bereich in den letzten Jahren da oben. Also irgendwo zwischen 90, 95, 96%. Die anderen Suchmaschinen sind tatsächlich abgeschlagen. Ich glaube, dahinter kommt dann irgendwo Bing, und dann gibt es noch, ich glaube, Yahoo gibt es auch noch, soweit ich das weiß. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dabei gibt es so viele schöne Alternativen, wenn ich da speziell an DuckDuckGo denke, die auch so einige Vorteile mitbringen gegenüber Google und die kaum genutzt werden. Oh, das ist eine wunderbare Suchmaschine, die wirklich noch so ein bisschen in Schattendasein führt. Gerade sie hat zum Beispiel den Vorteil, dass keine Nutzerdaten gesammelt werden, man muss sich also nirgendwo registrieren, es horcht da keiner mit, und vor allen Dingen es sind keine werbefinanzierten Suchergebnisse werden angezeigt, und sie werden neutral angezeigt und unzensiert. Man findet dort also wirklich weitaus besser
manche Sachen als bei Google, die halt mit ihrem Ranking arbeiten. Du hast es gerade gesagt, das Ranking. Das Ranking ist immer sehr entscheidend, auch gerade bei Google. Denn viele, auch wir, ich kenne es ja selber auch, unterliegen ja einer gewissen Suchfaulheit. Man schmeißt die Suchmaschine an und guckt sich ja eigentlich maximal nur die erste Seite an, vielleicht noch die zweite und dann ist ja aus. Man darf dann nicht vergessen, was für ein großes Manipulationspotenzial Suchmaschinen ja auch bieten. Ja, es ist ein uralter Witz, der da heißt, wo versteckt man eine Leiche am besten? Auf Seite 2 der Google-Suchergebnisse. Weil niemand geht auf Seite 2. Ja, dementsprechend ist natürlich auch ein großes Interesse von Firmen und von Konzernen, so weit wie möglich hoch im Google-Ranking angezeigt zu werden. Das heißt, wenn ich eine Seite betreibe, ist es mein Ziel, dass egal wie, ich wirklich immer auf Seite 1 der Suchergebnisse stehe. Und wenn man da erstmal angekommen ist, dann hat man es natürlich irgendwo geschafft. Ja, sicher. Das lassen sich dann die Firmen dementsprechend was kosten und die wissen genau, die Nutzer sind quasi zu faul, schnell zu suchen, länger zu suchen oder mal auf anderen Seiten oder alternative Ergebnisse zu suchen. Das machen sich dummerweise natürlich auch andere Seiten zunutze, indem sie halt zum Beispiel einen bestimmten Text kopieren und auf neue Seiten verteilen, sodass eigentlich immer nur ein bestimmtes Ergebnis bloß von verschiedenen Seiten auf Google erscheint. Und das ist dann schon wieder eine Sache, man kann Google auch bös manipulieren. Klar, Google versucht natürlich dagegen vorzugehen, gegen diese Manipulation und straft ab zwischendurch. Aber trotzdem sollte man sich immer im Klaren sein, dass die Suchergebnisse auf Seite 1 nicht immer die wichtigsten Suchergebnisse sein müssen. Ja, Suche gibt viele Tricks. Wir haben, wenn wir losgehen und zeigen, wie Suchmaschinen funktionieren, zeigen wir auch immer dabei, welche Tricks man anwenden kann bei der Suche, um eine Suche zu verbessern, wie man überhaupt Suchmaschinen bedient. Ich erinnere mich daran, früher haben viele Menschen Suchmaschinen etwas gefragt. Das war natürlich, war natürlich anfangs ein fataler Fehler. Heute führt das interessanterweise tatsächlich zu Suchergebnissen, weil eine Suchmaschine entsprechend die Frage dann sucht und in der Frage dann, oder auf der Webseite dann diese Frage häufig auch beantwortet wird. Aber generell kann man ja sagen, bitte Suchmaschinen niemals fragen, sondern immer die Schlagworte liefern, nach denen eine Suchmaschine suchen soll. Nehmt einfach Stichwörter. Je mehr Stichwörter, umso genauer. Wenn gar keine Ergebnisse da sind, dann vielleicht mal ein Stichwort weniger. Aber es gibt da ja noch andere Tricks, wie zum Beispiel, wenn man nach bestimmten Sätzen sucht oder nach einem Namen sucht, das Ganze in Anführungszeichen zu setzen. Das hat den Vorteil, dass hier wirklich diese Anführungszeichen das gesamte in ein Paket packen und wirklich nach genau dieser Phrase sucht. Also wenn man nachher zum Beispiel gucken möchte, ob jemand ein Zitat wirklich gesagt hat, lohnt es sich wirklich, diesen Satz auch genau so aufzuschreiben. Wichtig ist natürlich, dass man auf Rechtschreibfehler und auf Kommata achtet, dass die wirklich passend gesetzt sind, denn sonst findet man vielleicht auch nicht das richtige Zitat. Aber dann wird wirklich dieses Gesamtpaket gesucht und dementsprechend auch als Ergebnis angezeigt. Die Bilder Rückwärtssuche haben wir ja auch schon mal öfters in Artikeln erwähnt. Da könnte man noch dazu sagen, dass es ja schließlich auch noch andere Suchmaschinen gibt, wie wir schon erwähnt haben. Google ist da nicht unbedingt das Maß aller Dinge, was die Bilderrückwärtssuche angeht. Das können wir dann ungefähr auch noch unten verlinken, sondern dass es noch andere Suchmaschinen gibt, mit denen man nach Bildern suchen kann. Tatsächlich haben wir hier interessante Ergebnisse gehabt. Es gibt neben Google noch TinEye und als klarer Geheimtipp die russische Suchmaschine Yandex mit Y am Anfang. In der Version yandex.com hat man das Ganze auf Englisch. Sehr interessant, weil die russische Suchmaschine einen ganz anderen Katalog abdeckt als Google und man teilweise Inhalte, die man auf Google bei der Bildersuche nicht findet, dann bei Yandex angezeigt bekommt. Also insofern sollte man diese Suchmaschine immer im Hinterkopf haben, wenn man mal was bei Google nicht findet. Also die solltet ihr euch mal auf jeden Fall bookmarken, weil das ist, hat uns auf jeden Fall bei der Arbeit schon sehr geholfen. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, keine Angst vorm Ende von Google Plus, alles andere geht eh weiter. Nutzt auch andere Suchmaschinen, nicht immer nur Google. DuckDuckGo kann man empfehlen. Es gibt natürlich auch noch weitere, die wirklich gut sind und die auch keine Nutzerdaten sammeln. Und letztendlich bei der Bildersuche merkt euch beispielsweise Yandex. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, wiederhören. Wiederhören.